Und meine Kinder haben selbst noch alles recht klassisch, aber hinter der Tafel ist halt ein großer Bildschirm angebracht. Und ich habe jetzt im Chat noch, als ich offline war, ein bisschen geguckt, da hat jemand geschrieben, ich glaube, bei mir war es oder bei dir, in Hamburg, die Kinder in der Grundschule, die haben dann tatsächlich keine richtige Schreibschrift mehr gelernt. Okay, das ist nicht gut. Also wir hatten es ja gerade, also dass die deutsche Schrift damals so sich einfach so leicht abschaffen ließ, dass man sie den Kindern nicht mehr beigebracht hat, das ist, also das, ja, und, das war mir so auch nicht klar, dass das einfach verboten wurde und dann wurde das umgesetzt und dann war die weg, wo die vorher alle benutzt haben. Genau, und das ging halt in wenigen Jahren war das so. Natürlich gab es natürlich eine ältere Generation, die das dann noch bis in die 70er, 80er Jahre im privaten Umfeld, wenn die anderen alten Leuten geschrieben haben, dann haben sie auch die alte Schrift verwendet. Aber ich habe witzigerweise in meinem Chat ganz oft User, die schreiben, ja, so hat meine Oma noch geschrieben oder so hat es mir meine Oma noch beigebracht. Und das finde ich interessant, wie da manche. Da ist das noch so, ja, ja. Aber wie manche Ältere wohl tatsächlich bestrebt waren, die Schrift zumindest den Enkelkindern nochmal beizubringen oder zu zeigen. Und das habe ich jetzt in meinen Streams ganz oft gesehen und gehört und das habe ich vorher noch nicht mitgekriegt. Also es gab es wohl öfter. Ja, ist auch krass, wie leicht man das abschiffen kann. Ich meine, wie viele andere deutsche Eigenheiten noch in der Vergangenheit verloren gegangen sind. Ich meine, früher konnten fast alle Plattdeutsch sprechen. Da war das allerdings verpönt. Man wollte, dass die Leute Hochdeutsch sprechen. Und heute, wo keiner mehr Platt sprechen kann, heute sagen sie alle, ja, das müssen wir jetzt wiederbeleben. Wir müssen jetzt wieder Platt lernen. Ja, genau. Und das ist dann wieder so die künstliche Sache, weil eine Sache ist über Jahrhunderte oder über Jahrtausende natürlich entstanden und dann wird es so verdrängt, dann versucht man es künstlich auch wieder aufzubringen. Aber bei den Dialekten, also ich habe ja vorhin erzählt, ich habe Drehortführungen gemacht und es gibt jetzt eine neue Pumuckl-Serie und die ist viel bayerischer vom Dialekt her als die originale Serie aus den 80er Jahren. Das finde ich faszinierend. Und mein Neffe ist im Münchner Raum Schüler und er hat in der Grundschule Dialekte bei oder Dialektworte beigebracht bekommen in irgendeinem Unterrichtsfach und sowas. Ich habe Kontakt zu den Enkelkindern von Gustl Beierhammer, der damals ja der Meister Eder war in den 80er Jahren und die haben gemeint, ihr eigener Großvater, der ja der bayerische Volksschauspieler war, der hat geguckt, dass die Kinder Hochdeutsch lernen, weil es in den 80er Jahren immer hieß, ja, mit Dialekt kommt man nicht weit im Berufsleben. Ja. Und heute ist wieder ein. Genau, und heute wird es wieder lockerer. Und das finde ich ganz angenehm. Aber bei der Schrift war es eben. In Bayern ist das ja noch relativ weit verbreitet. Also hier in Norddeutschland, hier kann fast keiner mehr Platt sprechen. Jedenfalls nicht aus der Region, wo ich herkomme. Also da ist das wirklich. Da sprechen alle Hochdeutsch. Das wusste ich jetzt nicht. Ja. Also es gibt halt immer noch Leute, die das können, aber es ist in der Bevölkerung nicht weit verbreitet. Ja, aber wird immer weniger. Aber ich habe auch oft den Eindruck, dort, wo es besonders wenig wird, gibt es dann doch immer wieder Leute, die sich dann dafür engagieren und sich einsetzen, dass es dann doch erhalten bleibt. Also auch im Elsass oder so. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe viel aus dem Deutsch-Französischen Krieg. Und die sind ja von der Historie her sprachtechnisch deutsch. Und haben sich aber auch 1871 Frankreich zugehörig gefühlt. Und seitdem ist ja die deutsche Sprache in Elsass, Lothringen sehr rückläufig. Aber weil es halt ein Kulturgut ist, gibt es immer wieder Vereine, Menschen, die versuchen, das dann aufrechtzuerhalten und auch weiterzugeben. Und es ist halt jetzt nicht so im Alltag drin, aber zumindest wird es bewahrt in gewisser Weise. Aber es ist ja auch viel schon kaputt gegangen in der Menschheitsgeschichte. Jeder Stamm irgendwo im Urwald hatte ja seine eigene Sprache. Auch durch die Vertreibung der Leute, der Deutschen aus Osteuropa, da ist ja auch ganz viel Dialekt verloren gegangen, was man heute höchstens noch auf Tonband hat oder so oder halt als Audioaufnahme, weil es halt aktiv keiner mehr in der Form benutzt. Und die heute in der Gegend sind und einen Dialekt sprechen oder Akzent, ist es halt nicht mehr so, wie es damals war. Und bei der Schrift, ich weiß nicht, ob die nach Kriegsende überlegt haben, ob sie die alte Schrift wieder einführen oder so, ob es da Überlegungen überhaupt gab. Man hat es einfach weitergeführt. Vielleicht gab es da Diskussionen, müsste ich mal gucken, ob es da irgendwelche Quellen dafür gibt. Deutschland war dann ja größtenteils von Westmächten besetzt und die wollten. Das wird der Grund sein. Zur besseren Integration dann halt auch ihre Art zu schreiben da. Also es könnte ja auch gewesen sein, dass die Nazis das schon eingeführt hatten. Genau, und es gab ja die Zensur und in den späten 40er Jahren, wenn die innerhalb der Zone Briefe geschrieben haben, mussten die auch in lateinischer Druckschrift schreiben, damit die Zensur die auch lesen kann. Das wird wohl auch mit eine Rolle spielen.
Ja, haben wir es ja schon. Also man hat ja auch innerhalb der Sowjetunion eher Ähnliches gemacht. Also beispielsweise Moldawische ist ja eigentlich rumänisch. Und da hat man das aber dann in kyrillischen Buchstaben schreiben lassen, damit es dem Russischen ähnlicher sieht. Also, dass man Sprachen so anpasst, wie das halt der aktuellen Grenzverlauf am dienlichsten ist, wie man halt die Region am besten integrieren kann, das ist ja was Normales in der Menschheitsgeschichte. Deswegen finde ich das so, ja, so erstaunlich, dass die Sachen immer dann, wenn sie zu so einer Skurrilität geworden sind, dass die dann wiederkommen irgendwie. Ja, spannend. Also interessant und vor allem, ich habe ja vorhin von diesen wolgadeutschen Hungerbriefen erzählt und auch Auswandererbriefe USA. Und da hatte ich mal auch einen Wissenschaftler da von einer Uni, der ein bisschen in meiner Sammlung sich durchgeguckt hat und der hat auch gemeint, dass diese Briefe von Leuten, die sonst nicht geschrieben haben, die aber gezwungen waren zu schreiben, besonders interessant sind aus sprachhistorischer Hinsicht, weil die dann so geschrieben haben, wie sie gesprochen haben, so in der Art. Also man kann dann aus einer Zeit, wo es keine Audioaufnahmen mehr gibt, anhand dieser Texte am authentischsten noch nachvollziehen, wie die Leute ungefähr gesprochen haben. Und das ist auch ganz, ganz witzig. Gerade diese Auswandererbriefe, die haben halt überhaupt keine deutsche Rechtschreibung, weil die halt wirklich im Wortlaut geschrieben haben. Also jetzt dann mit IETZ oder so. Also gut, das ist jetzt kein Dialekt, aber da haben sie halt einfach geschrieben, wie sie halt gedacht haben, dass es dann schon passt, weil die Die Schule Rechtschreibung überhaupt nicht nicht beherrscht Russisch haben. gelernt dann? Ja, oder weiß ich gar nicht. Wolgadeutsche Republik weiß ich gar nicht, wie das da schulisch dann war, aber wahrscheinlich auch. Aber die Republik war ja eine deutsche Republik sozusagen in der Sowjetunion. Ja, aber Aber wieder. die hat da ja erst 10 Jahre existiert. Also Genau, vorher und im dann Russischen durch den Zweiten Zarenreich. Weltkrieg, genau durch den Zweiten Weltkrieg wurden die ja alle deportiert dann. Im Russischen Zarenreich, da hat man ja überall versucht, die russische Sprache durchzusetzen. Also das hat ja jeder Nationalstaat in Europa gemacht. Versucht, die regionalen Sprachen zu verdrängen und seine nationale Sprache durchzusetzen. Genau, aber dadurch, dass sie ja wirklich dann auch Wolgadeutsche Republik hieß, haben die ja sicher dann auch ihre deutsche Sprache und Kultur bewahren können, in der Zeit noch, also bevor es dann richtig hart wurde mit dem Kommunismus. Und spätestens im Zweiten Weltkrieg war ja dann Feierabend. Und ich habe halt auch deutsche Briefe aus dem US-Bürgerkrieg von Deutschen, die halt schon in den USA geboren waren. Und aber halt dann dieses Pennsylvania-Deutsch dann geschrieben haben. Das ist auch ganz, ganz witzig, was man da so alles entdeckt. Ist das heute noch? Gibt's auch noch, ja. Aber das ist halt auch so ein Ding, was halt wirklich aus kultureller Hinsicht dann bewahrt wird von den Leuten. Die, die es wirklich im Alltag noch sprechen, sind ja, glaube ich, die Amish in erster Linie. Die Amish kennst du, oder? Ja, die Amisch kenne ich. Genau. Und die haben es ja wirklich im Alltag drin und auch in ihren Gebeten und ihre Kirchenvorträge halten sie auf Deutsch. Und da wird dieser deutsche Dialekt bis heute noch aktiv verwendet. Und dann bei anderen ist es, glaube ich, mehr so im Vereinsleben und so. Oder so alte Männer oder alte Leute, die dann sich am Stammtisch treffen und sagen, wir reden jetzt noch so, wie wir es früher gelernt haben. Deswegen, also, ist auch interessant, also wie das Deutsche oder das Spanische aus vielen Regionen in den USA verschwunden ist, aber in Kanada das Französische nicht. Weil es wahrscheinlich in Kanada staatlich auch verankert ist. Ja, das war ja auch ab 18. Jahrhundert eine britische Kolonie. Also wenn die Briten das politisch also wenn die es politisch irgendwie verboten hätten, dann hätten die das auch hinbekommen, dass da auch nur Englisch gesprochen wird. Aber das haben sie anscheinend nicht gewollt, aus irgendeinem Grund. Oder, also deswegen ist ja interessant, oder ja, deswegen ist ja interessant, dass das Deutsche und das Spanische, ich meine, weite Teile der USA, also Deutschland hatte da ja keine Kolonien, sondern wurde von Deutschen besiedelt, aber Spanien hatte da ja riesige Kolonien und einzelne Flecken waren da auch von Spaniern besiedelt. Aber das ist, also wird da auch noch gesprochen, aber auch das ist absolute Marginalie. Genau. Bei den Deutschen waren es nur die Auswanderer an sich. Also Deutsche und Iren sind, glaube ich, die meisten vom Hintergrund her. Und was ich ja auch krass finde, das habe ich auch erst vor einem Jahr oder so gelesen, dass ja der ganze mittlere Teil der USA war ja französisches Kolonialgebiet und es hat Napoleon verkauft, weil er da drüben halt nichts zu tun hatte und die Kohle konnte er gebrauchen für seine europäischen Machenschaften. Und so war es dann erst möglich, dass die USA so schnell so wachsen konnte. Aber war, glaube ich, nicht groß besiedelt oder so.
Nee, das war relativ, also das war ja in der Zeit, dann erst ging es dann Richtung Westen. Deswegen, der Wilde Westen war ja so 1860er bis 1890. Und der mittlere Teil ist ja dann erst Anfang 19. Jahrhundert so langsam. Und mit der Eisenbahn ging es halt richtig los. Das war ja auch 1830er, 40er, 50er dann. Ja, denn die Spanier, die haben, wie gesagt, nur kleine Flecken besiedelt gehabt. Aber es waren ja schon einzelne Siedlungen. Und trotzdem ist das Spanische, dann nachdem die USA dieses Gebiet dann militärisch erobert hatten, also war Mexiko ja schon von Spanien unabhängig, relativ schnell marginalisiert worden, weil da so viele englische Einwanderer kamen wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich weiß, es gibt ja die Legende, dass hier Deutsch kurz davor war, Landessprache zu werden, und das ist ja nun eine Legende. Das war irgend so eine regionale Geschichte, was man irgendwie auf ganz USA ausweitet, weil ja USA ja keine festgesetzte Sprache hat sozusagen. Das Englische hat sich ja naturmäßig etabliert als Sprache dort. Also Benjamin Franklin hat sich ja beschwert, dass die Deutschen zu Hause nur Deutsch sprechen würden und sich nicht gut integrieren würden. Mhm. Kennt man irgendwo, ja. Und vor allem, ich habe jetzt vor ein paar Tagen erst Auswandererbriefe aus Chicago gelesen, und da war es auch ganz interessant, weil die halt genau in diesen Briefen auch beschrieben haben, wie sie zu Hause Deutsch sprechen, aber Hochdeutsch, weil die halt teilweise mit Deutschen aus anderen Regionen verheiratet sind, und dann haben sie sich halt auf Hochdeutsch schon geeinigt, und in der Arbeit wird halt Englisch gesprochen. Und das ist auch ein gutes Beispiel, da kann man gut ein bisschen in die Zeit sich reindenken. Ja, und dann werden ihren Kindern wahrscheinlich auch eher Englisch beigebracht haben, und in der Zeit wird sich das dann verloren haben, größtenteils. Genau, ja. Es ist auch logisch, wie gesagt, wenn in der Arbeitswelt nur Englisch gesprochen wird, darauf kommt es ja an am Ende. Und eher die Einfachen, die dann eben ihren eigenen Bauernhof hatten oder so, die sind halt dann weiterhin bei Deutsch vielleicht geblieben. Und da merke ich halt auch schon, wenn die Leute da 10, 20 Jahre in Amerika waren, wie halt immer mehr englische Worte in die deutsche Texte, die sie nach Deutschland geschickt haben, eingeflossen sind. Weil die hatten ja nicht viele Möglichkeiten. Also wenn die nicht unter sich Deutsch gesprochen haben, hatten sie vielleicht noch deutsche Bücher gehabt und deutsche Lieder. Aber sonst waren sie ja voll im englischen Sprachraum dann drin sozusagen. Und heutzutage als Auswanderer kann man ja den ganzen Tag deutsches Twitch gucken oder YouTube gucken oder deutsche Filme. Und da hat man ganz andere Möglichkeiten, die Sprache zu bewahren, als es noch vor 150 Jahren der Fall war. Ja, oder halt auf eine andere Sprache umzuswitchen. Genau. Und auch heutzutage reisen viele mit deutschen Wurzeln dann zweimal im Jahr wieder nach Europa und besuchen die Verwandten. Damals, da hieß es... Ja, eben. Wir haben uns jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, so nach dem Motto. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann in unserem Leben, uns nochmal zu treffen. Aber so eine Überfahrt, das war ja auch mit Krankheiten verbunden und was weiß ich. Also es war ja alles ein Abenteuer in der Zeit noch. In der Dampfschifffahrt gab es ja auch erst massenverfügbar ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, oder? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht genau wann, aber... Relativ spät. Also zuerst wird sowas ja beim Militär und so eingesetzt, und dass das massenverfügbar für die Zivilbevölkerung ist, das ist ja dann immer noch mit ein paar Jahrzehnten Verzögerung. Ja. Ja. Ja, weil ich habe mit einem Paddy, das gibt's glaube ich auch als Video irgendwo, einen Brief vorgelesen, 1850er Jahre, deutscher Auswanderer, der halt dann 80% des Briefinhaltes nur über die Überfahrt berichtet, wie halt dann auch die Kinder wegsterben und so. Also ist schon hart. Aber nicht nur das, es war ja auch im Alltag Kindersterblichkeit und so. Also so Dinge, die heute selbstverständlich sind, dass medizinisch und so, wie wir ausgestattet sind. Und ich möchte keine harten Zahnschmerzen vor 200 Jahren gehabt haben. Oder auch am... 200 Jahre brauchst du einfach nur 5000 Kilometer weiter südlich gehen. Dann ja, oder so. Probleme, ja, auch heute ja, noch. Ja, ja. Und das ist schon hart. Ich hab ein Tagebuch, wo ein Soldat 3 Tage nach der Völkerschlacht bei Leipzig übers Schlachtfeld reitet, weil er nach Leipzig reinreiten muss, und beschreibt, wie 3 Tage danach die Leute immer noch darum lagen, mit halbem Kopf und Beine ab und vor Schmerz schreiend und so, weil die einfach nicht versorgt wurden. Weil es halt solche Massen waren, und Rotes Kreuz gab es da noch nicht, oder ist dann erst, ich glaube, 1771 so richtig aufgekommen, oder 1866 im Deutschen Krieg. Und da kann man sich mal so ein bisschen ein Bild machen, wie es halt teilweise damals noch abging. Also ist schon übel. Und auch Kindersterblichkeit. Ich habe es in meiner eigenen Familienchroniken. Urgroßvater von mir, das waren 8 Kinder, und er war der Einzige, der überlebt hat, die kleinen Kindzeit. Also, ist schon hart. Und da kann man halt so ein bisschen was erfahren und auch Dinge, die heute selbstverständlich sind, erst nochmal neu schätzen lernen.
Ja, das war interessant, würde ich sagen. Jo, freut mich, Du, wenn. wir haben Ich jetzt zwei bedanke mich Stunden für dein geredet. Interesse. Was? 2 Stunden haben wir geredet, echt? Obwohl mit den 1,5 Stunden hört Mit man den ja eben nicht Pausen, genug ja. unterbrechen. Ja, krass. Ja, die Zeit verfliegt immer so in solchen Gesprächen. Ja. Hast du die 1.000 schon voll? Ja, nee, jetzt sind es wieder Echt? 999. Einer hat Oh, mich nie abonniert. mach bei mir nochmal ein Shoutout, Leute, dass wir die 1.000 noch voll kriegen. Dann kann ich wenigstens sagen, das war im Rahmen unseres Gespräches, haben wir beim Agitator die 1.000 voll gekriegt. Das wäre doch Ja, ganz cool. danke. Nee, dann bedanke ich mich fürs Interesse. Weiterhin viel Erfolg und ich schaue immer mal gerne wieder rein. Jo, dir auch, dir auch. Und bei mir geht es jetzt mit normalem Programm weiter. Du machst dann Feierabend gleich? Ich lade noch schnell die YouTube-Videos hoch. Also mit dem Stream mache ich Feierabend, aber ich lade noch die Aufnahme hoch, die Okay. ich heute erstellt habe, und dann Sehr gehe ich cool. ins Bett. Und was ist dein Streamer-Ziel noch? Also du machst jetzt einfach so weiter. Ich habe kein Dein. Ziel. Also ich möchte. Du ziehst dein Ding durch. Ja. Und dann mal gucken, wo es hinführt. Ich habe halt, ja, ich Bis du der neue Bundeskanzler wirst. nein, 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 nein. Also wissen ja einige, dass ich mich hauptsächlich mit Politik beschäftige und das BSW unterstütze. Also Mitglied bin ich noch nicht, da die Mitgliedsanträge dort sehr langsam arbeiten, damit da nicht jeder Hinz und Kunst in die Partei reinkommt. Aber politisches Ziel wäre dann schon, dass die ins Europaparlament reinkommen, aber da habe ich ja so gut wie keinen Einfluss drauf. Also ich erreiche hier nicht mal 1.000 Leute, sind immer noch 999. Aber Leute, Follow da lassen. Shoutout ist schon raus. nein, aber das, wie gesagt, da habe ich jetzt keinen großen Einfluss drauf, aber das würde ich gut finden, wenn die mit einem guten Ergebnis ins Europaparlament gehen, damit sich in diesem Land politisch etwas ändert. Ist jetzt kein Ziel von mir persönlich. Ja, schon, ist aber auch dein Ziel. Du bist dabei getreten, hast du ja, glaube ich, erzählt, gell? Ich habe einen Antrag gestellt, aber die bearbeiten den halt. Also die haben jetzt Okay. 6 Monate Zeit, Anträge zu bearbeiten. Okay. Aber die werden dich schon nicht ablehnen, oder? Ich habe hier auf YouTube, wenn man bestimmten Bubbles Glauben schenkt, Verschwörungstheorien verbreitet und Ah, sehr, okay. sehr problematischen Leuten geredet. Also ich weiß nicht, was du in Ja. deiner Vergangenheit so verbrochen hast, aber. Ja, jetzt hast du mit mir gesprochen. Jetzt ist Feierabend. Jetzt ist die Kontaktschuld voll am Dampfen. Nee, mit Leuten wie ich, mit Erwin meine ich. Also. Naja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ne, cool. Jetzt haben wir jetzt die 1.000. Ist bei dir noch was reingekommen? Jetzt sind es 1.000. Jo, Na, das ist gut. also. So, dann werde ich jetzt in die Geschichte eingehen, dass bei unserem gemeinsamen Gespräch die 1.000 bei dir erreicht wurden. Super cool. Dann bedanke ich mich. Ja, sehr Schöne gerne. Grüße an deinen Chat, an deine Community und ich werde mich jetzt auch mit meinen Leuten wieder beschäftigen. Ich habe jetzt überhaupt nicht in den Chat Jo. gucken können. Dankeschön. Man sieht sich. Ratet jetzt alle zu dir rüber und ciao. Oh, cool. Vielen lieben Dank. Tschüss.